So, mal gucken, ob das hier flüssig läuft. Also ganz noch nicht, aber naja gut, ich renne da auch im Hintergrund, von daher ist das nicht so wild. Ich plane einen kleinen Genozid. Und zwar möchte ich. Oh, was will man? Ach, Shotgun Soldier heißen die rotaugigen Dinger. Aha. Die haben aber mehr Rüstung gehabt. Was spawnen wir denn mal? Combine Elite, Combine Soldier, auch die ganz billigen Combine Soldiers. Spawn using Tool Gun. Genau, so. Aua. Nicht schlagen. So, jetzt muss ich mal eben hier was tippen. Uff. 500 erstmal, wa? Ja, das sind noch keine 500, oder? Wahrscheinlich hat er nicht jeden Klick genommen. Ach, jetzt brauchen wir noch mal ein paar. So. Jemand eine Granate? Hahaha. Sterbt! Ja, oh, mein Laser ist irgendwie packt. Halb so wild. Es könnte sein, dass ich gleich irgendwann mal sterbe. Naja, soll vorkommen. Ich glaube, ich brauche mal kurz ein bisschen Munition. Kann ich mir die hier nicht auch irgendwie hinlegen? Ja, geht auch. Dann lege ich mir hier ein bisschen Munition hin, ne? Da. So. Oh, ich sammle. Ach, ich kann die alle aufsammeln. Ja, gut. Dann sammeln wir. So, 52 Schuss. Damit sollen wir ja erstmal eine Weile, ein Stückchen weit kommen, wa? Kann ich mir auch Health Kits hier irgendwie. HP? Oh ja, Medikits. Die heilen mich aber gar nicht. Das ist eine Schweinerei. Oder habe ich die jetzt irgendwo im Inventar oder was? Oh ja. Ach, das funktioniert ja wie aus dem Gmod-Addon. Ist ja lustig. So, ich würde vorschlagen, wir brauchen mehr Gegner, ne? Jetzt nehmen wir den. Ach, nehmen wir noch ein paar Metropolis dazu. Stellen wir mal direkt ein paar mehr ein. Obwohl, ah ne, das erstmal bei 500. Ich kann gerade die Maus nicht bewegen. Naja. Halb so wild, stecken sie halt ein bisschen aneinander. Das sieht aber gut aus. Habt ihr schön gemacht, Leute. Ups. So, wo haben wir denn noch welche? So, da sind noch welche. Komm, sterb doch. So, dann brauchen wir nochmal wieder die Toolgun. Die haben wir doch hier irgendwo. Da. So. Da habe ich den, die Sache. Ups. Ja, nehmen wir jetzt mal 1000 Mausklicks. Die stehen da mit ihren Crowbars und können nichts machen. Mist. Ja, komm, ja. Ihr steckt alle ineinander. Von TDT haben wir doch gelernt, wenn Leute ineinander stecken, muss man die töten. Weil, ja, warum habe ich nie verstanden, aber das ist ja so immer irgendwie. Shield Scanner, nee, was haben wir denn noch? Was ist der Next Spot? Test NPC? Nee. Och ja, Headcrabs können wir auch ein paar töten, wa? Was nehmen wir denn? Ganz die gute alte, ganz normale Headcrab, hä? Ganz, oh.
möchte mir nicht nachsagen lassen, ich wäre nicht exzessiv. Na 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 na. Ein Head. Guck mal, ich kann mit Headcrabs malen. Ein Herz, wie schön. Wie leidet die Performance etwas, wenn ich mir so. Ups, das war, jetzt bin ich runtergefallen, das ist wirklich ungünstig. Oh! Ein Engine Error, cool. Upsasa. Das kann ja mal vorkommen. Jetzt habe ich hier schon gespoilert, weswegen ich das Ganze mache. Ich wollte nämlich die Achievements haben. Das probieren wir nochmal, ne? Wir gucken mal, wie weit wir kommen hier. Wie man sieht, ich habe die CPU voll ausgelastet. Ja, ich bin im Hintergrund am Rendern. Aber das macht ja nichts. So, da haben wir das Garry's Mod-Fenster. Fullscreen bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob er meine Bindings wieder geladen hat, deswegen setzen wir nochmal alles auf Default. Start New Game. GM Flatgrass. Wunderbar. Okay, vielleicht nehmen wir diesmal doch ein klitzeklein paar weniger Dinger. Erst brauche ich wieder Munition hier, das haben wir ja. RPG, genau, RPG ist gut. Setzen wir die direkt unter uns. Dann sind die auch direkt aufgesammelt. Das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Da reichen wahrscheinlich mal die 500 spawnen lassen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch einen anderen Weg, schneller an Munition zu kommen, aber... Okay, er hat auch jetzt nicht die 500 gespawnt, ne? Wenn man mal guckt, wir hatten jetzt vorher 3 Schuss, jetzt haben wir 177, das heißt, wir haben 174 Schuss gekriegt. Das sind nicht 500 mal 3, das heißt, da fehlen einiges an Klicks. Aber das macht ja nichts. Wir können ja relativ easy die Klicks nachholen, so. Kommt auch nicht auf den einzelnen Klick an, es kommt auf die Masse drauf an. Oh, ich dachte gerade 255 wäre vielleicht Max-Ammo, aber jetzt habe ich 348. Okay, warum ist Father Grigori unter Animals? Ich hinterfrag das jetzt mal nicht, okay? Also ich, nee. Nee. Der gute Father. Ja, dann machen wir... Mann, ja, das muss reichen. Oh, ich kann die Maus ja nicht bewegen, cool. Oh, jetzt hier ein bisschen. Ah, wunderbar. Hallo, ihr sollt nicht auf mich schießen, dann schieße ich auf euch. Ui. Haha, guck mal, da haben wir schon, ist noch nicht fertig, 250 brauchen wir noch. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden, ne? Nee. Also nochmal Toolgun. Ich könnte natürlich das 250 mal die Maus klicken lassen und eine Verzögerung einbauen, aber ich finde es viel lustiger, wenn ich die stumpf spawne und dann sind es halt ein paar mehr. Hallo. Meine Rakete ist etwas verwirrt. Aber das macht nichts. Wo wollt ihr denn alle hin? Ach, ihr hängt wieder aneinander. Kein Wanderausflug oder was macht ihr da? Dann wandert halt. Da ist noch ein Nachzügler. Ja, du kriegst deine Rakete, ist gut. Die sind aber auch alle ein bisschen, die kannst du nicht abwarten, ne? Das so. Kann ich mir auch irgendwie. Warte mal, ich kann mir doch hier sicherlich Humans and Resistance. Ja, wenn ich mir so ein paar Medics spawne, die heilen mich doch bestimmt, oder? Sehr gut, das ist gut. So. wir brauchen erst noch mal wieder ein paar Combines. Ich nehme noch mal die Metropolis da ohne Waffen in der Hand.
Ja, wir wollen es uns ja nicht zu schwer machen. Oh, die haben Waffen in der Hand. Ja, macht auch nichts. Oh, wie schön die da in Reihe und Glied stehen, wa? Eieiei. Wie schön die da aus Reihe und Glied zerfallen. Und wie schlecht die treffen. Ich habe immer noch 95 HP. La, 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 la. Und nochmal 10 oder so. Ah ja. Jetzt habe ich Peter getötet. Ich hätte eigentlich mir noch einen Spaß draus machen können und gucken können, wo der so lang laufen wird. Aber naja. So, ja. Er hat noch nicht. Erhöhe nochmal. So. Soll sich ja keiner schlecht behandelt fühlen hier. Jede Minderheit hat ein Recht darauf, diskriminiert zu werden. Oh oh. Die Performance nimmt gerade etwas ab. Ich glaube, ich habe mich gerade in die Luft, aber hey. ich finde das toll. Wie die NPCs auch alle, die spawnen, wenn ich so viele kille. Ich habe das jetzt in Half-Life Episode 2 schon erwähnt, dass man so und so viel liegen haben darf. Gibt es die Variable hier auch? G, Ragdoll. Genau, da sind sie. Das heißt, 32 bleiben liegen, dann verschwinden die. Ich kann das ja mal testweise auf 128 setzen. Mal gucken, ob ich da Performance-Probleme kriege. Und wenn ich die dann despawnen lasse, ob die dann alle auf einmal despawnen? Oh. Ja, das war... Ja, ich schieß noch. In welche Richtung habe ich den jetzt gespawnt? Ach, da hinten. Ja. Ich brauche mal ein paar Leichen von euch. Seid ihr so freundlich? Ja, ja, komm. Ist gut. Ist gut jetzt. So. Oh. Das zieht aber schon Performance, wenn so viele, aber naja. Oh, ich habe ein Achievement und, mein Tod. So, wo haben wir denn? Ich finde die schon wieder nicht, ist ja grausam. Sind hier irgendwo No-Clip-Button? Oh ja. Oh, die killen sich schon selber. Naja, sollen sie. Aber mit mehr, ja, das ist schon ein bisschen träger, wenn mehr NPCs da liegen. Vielleicht sollte ich einfach im Hintergrund nicht so viel rennen dann. Ah. Komm, wir stellen die wieder runter. Ah, ich wollte ja gucken, ob die da alle verschwinden. Auf einmal. Wenn ich jetzt hier das auf 32 setze, mal eben das Fenster ein bisschen wegziehen. Na komm. Ah, alle weg. Aber erst, wenn ich die Pause wegmache. Dubs. Hä, den habe ich doch gar nicht getroffen. Das ist sowieso klasse. Guck mal, ich kann ihm über die Schulter schießen. Und er stirbt. Das reicht ja noch nicht, aber... Ach, das war ein anderer. Bleib mal im Stehen. Das ist auch egal. So genau muss ich ja gar nicht treffen. Das ist was, was die für eine Hitbox haben für den Crossbow. Das ist irgendwie... Das habe ich in Half-Life 1, in Half-Life 2 schon nicht so ganz verstanden. Oh, wir haben keine Munition mehr. Was machen wir denn dagegen? Gegen Munitionsarmut? Ach, ich bin zu blöd zum Klicken. Hey. Wo spawnt er denn jetzt hin? So würde das funktionieren. Kann man nicht nur direkt irgendwo Ammo spawnen? Dupe saves. Nee, das ist alles verkehrt. Hier ist wieder specialized. Ja, ja. Ja, für zwei Items. Das könnte funktionieren, wenn ich nur. Da gewinne ich ja auch nichts mit. Kann ich nicht einsammeln. Schade. Raketen, Raketen, Raketen. Ich sehe doch keine. Oh, warte mal. Ups, falsche Box. Da sind Raketen drauf. Die kann man auch nicht öffnen, oder was?
Re-render this icon. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. Ja gut, dann spawnen wir halt wieder RPGs, so wie wir es bislang gemacht haben, wa? Spawn using Toolgun. Und dann spawnen wir uns mal so ein paar. Na, 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 na. Wie viel haben wir jetzt? 400 Schuss? Ah, das soll fürs Erste reichen, wa? Jetzt haben wir die ganzen Goodies gekillt. Die Sache ist, ich muss auch noch gute Leute töten. Also ich muss nicht, sondern ich will. Ich will auch nicht, aber ich muss. Also zumindest, wenn man denn jetzt davon ausgeht, dass ich nach wie vor. Ups. Ein Hoverball. Dass ich nach wie vor. Ist ja lustig. Dass ich nach wie vor die Achievements machen möchte. Das heißt. Ah ja, die Bugbait, das fand ich auch interessant. Kann man den wegschmeißen? Nee. Kann ich den da, nicht da vorne hin spawnen? Schade. Das Ding hat nämlich ein irrsinnig schlechtes Weltmodell. Aber ich krieg's nicht hin. Egal. So, Goodies. Welche Goodies möchten wir denn töten? NPCs müssen wir töten. Goodies sind dann wahrscheinlich Humans in Resistance. Zombies sind ja auch keine Goodies. Ich hätte ihn noch als Goodie gezählt, aber ich weiß nicht, ob es das für das Achievement tut, deswegen lasse ich das mal. Die Namen-Typen möchte ich nicht töten, das heißt, ich werde die anderen Typen töten. Ach, die Rebellen, ne? Die rebellieren ja eh nur. So, gut. Wieder nicht übertreiben, sonst spackt die Engine gleich wieder ab. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn ich erstmal wieder 1000 Klicks machen lasse, dann sollte das erstmal ganz gut funktionieren. Wenn ich ein bisschen gestapelt hinstellen könnte, würde, könnte ich die wahrscheinlich auch einfacher killen. Ach, ich mache nochmal 1000 und guck mal, was die Engine dazu sagt. Jetzt müssen wir halt völlig mal neu starten. Kann man auch machen. Ach, das geht auch noch. Oh, pfft. Na, wenn das so ist, hau ich nochmal 500 Klicks hinterher. Oh, ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Oh. Aber manchmal hat, jetzt aber. So, schön, wir können natürlich dann auch, die. Oh, nice. Nee, Cleanup wollen wir ja nicht. Hier gibt es auch noch ein anderes tolles Tool. Mit dem kann man alles explodieren lassen. Wir könnten jetzt natürlich, hier haben wir jetzt Noclip. Ups, ist er. Wenn ich da hingucke, gehen die Frames doch merklich in den Keller. Aber hey. Ja. Tool Dynamite, das klingt doch gut. Icon ist egal. Damage machen wir auch mal ein bisschen größer. So. Man weiß ja nie. Numpad. Auf der Null soll das explodieren. So, und dann setzen wir mal ein paar von den Dynamits hier so hin. Da kommt eins hin. Und da kommt eins hin. Da kommt eins hin. Puh, das sieht fast aus wie so eine Hand oder sowas. Machen wir in jeden Finger hier mal ein. So. Da haben wir schon einen. Hier in diesen Auswuchs kommt noch eins hin. Und die netten Leute, Deppen, die mich gerade verhimmeln und mir folgen. Und dort unter den Füßen noch ein. Und ich weiß nicht, was sie für einen Radius haben. Es gibt, ja, hier müsste noch wahrscheinlich einer hin. So, Kamera. Hehe. So, ob alle sterben werden? Ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Bumm angeht? Das war jetzt eine Dia-Show, aber sah interessant aus. Ich hätte jetzt, oh, der sagt auch noch Maybe, wenn ich auf die Taste drücke. Wir probieren es nochmal ganz ähnlich. Toolgun, nee, nicht Dynamite, wir wollen wieder Rebellen spawnen. Aber vielleicht sollte ich das nächste Mal die Ragdoll-Höhe noch ein bisschen hochdrehen, die Anzahl der Ragdolls, die wir da lassen wollen. Bleibt mal bitte alle ein bisschen um das C4 da versammelt.
Das fände ich sehr gut. Ups, ist da. Ich muss auch in dem Garry's Mod Fenster bleiben, damit das funktioniert mit dem Klicken. Also es handelt sich lediglich um ein kleines Skript, was einfach wie blöd die Maustaste spammt. Ich meine, ich bin ja ein fauler Mensch. So, dann das Rectroll Maximum. Stellen wir es doch mal auf 128 normal und gucken, wo die alle hinfliegen. Ja. Wieso? Oh. Ja, 250 haben wir schon mal. Irgendwie funktioniert die Taste nur so jedes zweite Mal. Wir brauchen mehr Dynamit. Das sollte klar sein. Ja, da noch einen hin, man weiß ja nie. Hallo, da noch einen hin. Da, so in die Außenbezirke nochmal. Alter, kann auch einer hin. Doch, da schön in die Mitte noch einen. Da fehlt vielleicht noch einer. Ja, jetzt haben wir ein großes Feld, in dem wir gleich gemütlich ein paar neue Rebellen spawnen können. So. Ach nee, wir bleiben bei Rebellen, ne? Oder ein paar Refugees. Aber die sind so innocent. Die Rebellen haben es ja wenigstens drauf angelegt. Nicht unbedingt gegen uns, aber so allgemein. So, dann machen wir nochmal wieder ein paar. Lalalala. Lalalala. So. Oder was können wir noch? Wir können auch noch hier. Das ist das Haus von die. Ah. Reicht hier nicht ganz. Ups, das sagt. Ah, ich kann die Maus wieder nicht bewegen. Na super. Ja, warten wir eben, dass er die gespawnt hat und dann. So. So, nee. Hallo. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie hat Garry's Mod manchmal ein Problem, dass er die Mausbewegung. Na, für mehr FPS werde ich zunächst mal eben so eine schöne Numpad-Taste drücken. Moment. Ah, Verbreitung ist alles. Kamera. Und los. Ich bin ein böser Freund. Das war lustig, wie die alle so wenig. Oh, ich kann Fotos machen. Cool. Mit Linksklick. Ah, setzen wir das nochmal wieder runter. Hallo. Kann ich mal denn. Ah, jetzt will das gar nicht mehr raus. Doch, jetzt geht's wieder. Nee. Irgendwie. Ja, dann machen wir das erstmal eben. Ah, ich brauche ja sowieso gleich wieder die Tasten. Hallo. Jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich mich auch hier wieder bewegen. Sehr praktisch. So, Bad Friend. Ich habe gerade 4 deiner Freunde gekillt und dich Crowbar ich. Ja, Entschuldigung. Das sah gerade ein bisschen komisch aus, aber gut. Ist hier gerade deine Waffe runter? Ach nee, du hast die Waffe gewechselt. Ich dachte schon, dir wäre deine Waffe runtergefallen. Das wäre ja auch peinlich. Stell dir mal vor, das passiert ja im Kampf. So, ja, ich glaube, wir brauchen nur eine Handvoll Rebellen, hä? La 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 la. Ach, eine zweite Handvoll, man weiß ja nie. So. Ja, Pulse Rifle, das ist doch auch mal. Ups, das war. Manchmal stacken die Keys auch, wenn die FPS etwas in den Keller gehen. Boah, ein paar gekillt. Es ist noch nicht so. Ich habe gedacht, das würde mehr treffen. Ah, stacken die Keys. Dann greifen wir vielleicht doch nochmal wieder zum PPG. Oh, das ist ein toter Fleck, den ihr da gefunden habt. 750, fast haben wir es. So.
Ja, komm, da schießen wir eine drauf, dann müssen wir wieder neu spawnen. Ah, es gibt Vortigons und Vortigon Slaves. Gibt's in Half-Life 2 auch Sklaven? Die habe ich gar nicht gesehen. Doch, die habe ich gesehen, richtig. Die waren in Half-Life 1, kommen die ja nur als Sklaven drin vor. Und in Half-Life 2 sind das dann halt auch die Leute, die dem Widerstand helfen. So, hier haben wir eine neue Fläche. Hier noch mal ein paar Refugees. Ja, komm her. Ui, Roms. Ui, Roms. Ui, Roms. Sehr schön. Ich habe euch was mitgebracht. Das ist auch nicht so sonderlich effektiv, ne? Raketenwerfer ist schon besser. Wir spawnen uns da mal ein paar neue, das ist ja... Die Dichte an Refugees gefällt mir gar nicht. Wie ich gerade an der Performance aber merke, ich glaube, das Rendern ist fertig geworden nebenbei. Zumindest habe ich gerade ein flüssigeres Bild. Das ist doch schick. So. Nächstes Achievement erfolgreich abgeschlossen. Sind zwar relativ eintönig, so wie ich sie mache hier, aber naja. So, jetzt brauche ich noch 2000 Rapdolls spawnen. Ist jetzt die Frage, ob das so ordentlich funktioniert. Ja. Bad Guys, Good Guys. Was ist das denn? Achso, nur ein Torso. Das sieht aus wie ein gemeines Gesicht. Achso, das ist der, der mit den vielen Giftdingern ummantelt ist normalerweise. Mhm. Achso, das sind Good Guys. Ach ja, die sind nur ein bisschen verkohlt. Main Characters. Ja, wenn wir eh noch Rektor spawnen können, können wir auch Main Charakter spawnen. Wie wär's denn mit Alex? Weil eine Handvoll Alexe kann man nicht genug von haben, oder? Puh. Aber nur Alex ist auch langweilig. Spawnen wir noch. Ach, Barney noch dazu. Ein paar Barneys. Was bauen wir nochmal dazu? Ja, hier den Father Grigori. Den nehmen wir doch noch ein paar mehr von. Der ist unterhaltsam. Okay. Irgendwo lässt die Performance dann doch wieder etwas nach. Hä? Habe ich nicht gerade gesagt, Father Grigori spawn? Monk. Jetzt hat er es gemacht. Habe ich das gerade falsch gemacht oder ist da ein Bug drin? Probieren wir es doch mal aus. Ups, das muss natürlich im richtigen Fenster drin bleiben. Nee, das hat jetzt funktioniert. Na gut. Oh, kleiner, nehmen wir noch ein paar mehr von. Okay, also viele NPCs schaden dann der Performance doch leicht. Kann irgendwo sehen, was für ein Limit man hat. Ja, komm, mach mal ein Clean-Up, was soll's. Spawn using, hey, Rerunner. Achso, das war das, was wir vorne haben. Mal gucken, was wie so ein Berg Dogs aussieht. Ja, wenn die aufeinander liegen, sieht das natürlich mehr Performance, weil die alle miteinander kollidieren. Ups, das lag wieder mein Vorwärts-Key. Man sieht schon, da sind die ganze Zeit irgendwelche Kollisionen und werden da berechnet. Deswegen ist sowas auch immer so eine Sache. Das ruckelt. Oder wie ich sonst immer meinen Rechner in die Knie zwingen konnte. Ich werde das einfach nochmal irgendwie hier nachstellen. Mal gucken. Ist eigentlich ganz einfach. Wo haben wir es denn? Ist das da mit bei? Auf engem Raum. Ich habe dann in der Regel einen blauen Container gespawnt. Ne, nicht Specialized. Ja, das ist alles nicht das, was ich suche.
Ich möchte ja den von mir bisher, ach, das hat er doch, den bisherigen Test durchführen und nicht irgendwie was anderes. Am Map Props. Das ist jetzt auch essentiell. Und zwar brauche ich jetzt eine Melone. Ja, ist sie hier auch bei? Nee, die ist ja nicht hier bei den Items bei, oder? Die Bilder sagen, das ist auch alle Blödsinn. Da kann die ja nicht bei sein. Jetzt werden es Map Props. Eigentlich ist die Melone ein Map Prop von CS Italy. Kommt aber in Half-Life 2 auch drin vor. Ja, ich bestehe darauf, dass ich meine Melone kriege. Comic Props. Ach so. Oh ja, da haben wir eine Melone. Wir können ja diese hier nehmen. So. Und dann ist das Ziel, das Ding so einigermaßen mit den Melonen zu füllen. Ja, komm, ich mach mal ein paar mehr. Aber wir übertreiben es jetzt mal nicht. Ach so, ja, ich muss natürlich dann auch da reinkriegen. Ich habe gerade 200 Mal geklickt, aber das kriegt man natürlich so nicht mit, weil er viel zu schnell klickt. Ich habe da keine Verzögerung drin. Aber man sieht schon, bevor ich irgendwas mache, die kollidieren wie blöd und das ist nur ein kleiner Container voll, aber nichts geht mehr, ne? Aber normalerweise hat man dann einfach gemütlich eben. Wenn das denn wieder funktioniert. Einfach gemütlich. Das war auch nur Garry's Mod, was hier so hängt, oder? Ach nee, das war schon ein bisschen mehr vom Rechner. Ich kann die Maus auch gerade schlecht kontrollieren. Ich kann das Fenster aber rausnehmen. Während ich das Menü aufmache, ist quasi Pause. Da war gerade die Maus. Ja, komm, clean up. Dann machen wir den Test gerade mal nicht. Aber normalerweise, ja, vielleicht habe ich gerade auch ein bisschen viel in den Container gemacht. Normalerweise geht das noch relativ gut und wenn man dann eine Granate reinschmeißt, spackt die Physik Engine an. Aber die Physik Engine arbeitet, glaube ich, auch nur auf einem CPU-Kern. Demnach ist das jetzt nicht so super skalierbar. So, wir wollten weiter Ragdolls spawnen. Okay, ein paar The Dump Guys, das klingt doch gut. Der sieht doch auch schön Dump aus, nehmen wir den. Machen wir ein paar Spawnen hier. Oh, ist aber. Guck mal, ich habe gerade eine Hand voll gespawnt oder zwei, drei Hände voll. Und schon spackt das hier rum von der Performance her. Was ist, wenn ich eigentlich ganz weit weg spawne? Ich meine, physikmäßig dürfte das keinen großen Unterschied machen, aber die müssen nicht mehr gerendert werden. Auch nicht so gut. Vielleicht soll ich mit vielleicht ein einfacheres Ragdoll. Was ist eine möglichst einfache Ragdoll? Das sind doch bestimmt Headcrabs, ne? Das dürfte somit die einfachsten sein. Headcrab Classic und Lamar, wo ist denn da der Unterschied? Also Lamar soll ja die Zähne gestutzt haben, aber ganz ehrlich, so auf den ersten Blick sehe ich das nicht. So. So. Die sehen für mich doch ziemlich gleich aus, zumindest erstmal so außen rum. Mal drunter gucken. Also ich kann da jetzt nicht so wirklich, ja, nee, doch nicht. Die vorne etwas kürzere Zähne oder so? Nö. Also ich kann ja jetzt keinen großen Unterschied zwischen Lamar und anderen Headcrabs feststellen. Wenn das irgendjemand anders kann, könnte mir das ja mal hinterlassen, die Nachricht, in Kommentar oder so. Dann spawnen wir mal wieder ein paar Headcrabs. Das scheint ja performancemäßig auch am besten zu gehen. Ich übertreibe es auch nicht. Ja, ich merke schon, dass ich wahrscheinlich wesentlich schneller klicke, als der hier liegt. Na, na,
2000. Boah, ja, die Wahl auf Headcrabs war nicht verkehrt, sag ich mal. Ne? Das war schon eine gute Entscheidung. So, noch ein paar. Hallo Leute! Hui. So aus der Vogelperspektive sieht das so ein bisschen so Domino Day-like aus. Wenn du da irgendwelche so Domino-Bahnen hast oder sowas. Nein, ich hab's jetzt auch nicht übertrieben. Ich habe bloß gesagt, ich soll mal eben 20.000 mal klicken. Oh, das war's schon. Oh, das Skript ist vorbei. Ah, war ja gut abgepasst. So.